Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums, der Alexander-Puschkin-Schule und des Hans- und Hilde-Koppi-Gymnasiums. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie der Einladung zur heutigen Veranstaltung gefolgt sind. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Unter anderem sind eine ganze Reihe von Mitgliedern der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenbergs hier auch heute anwesend. Herr Becker, der Vorsitzende des Kulturausschusses, Herr Professor Hofmann, der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, Frau Nettwett aus dem Kulturausschuss, Herr Müller aus dem Wirtschaftsausschuss, Frau Feige, herzlich willkommen. Und neben mir steht Herr Klemke. Herr Klemke ist von der Senatskanzlei Berlins und berät uns, das Bezirksamt Lichtenberg, bei der Frage, wie wir Gedenken an der Rummelsburger Bucht organisieren. Das Thema Gedenken an der Rummelsburger Bucht ist ein Punkt, der uns seit vielen Jahren bewegt. Sie befinden sich hier auf dem Gelände eines ehemaligen Gefängnisses, eines ehemaligen Arbeitshauses. Hier fand seit 1879 bis 1990 in verschiedenen Formen Repression statt. Repression, Umerziehung, Gefängnis. Es fing an in der Kaiserzeit als Arbeitshaus, setzte sich dann fort in der Zeit des Nationalsozialismus als Gefängnis und wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls als Gefängnis fortgesetzt. Und wenn Sie sich umschauen, stellen Sie fest, dass es heute ein wunderschönes Wohngebiet ist, kinder- und familienfreundlich. Und nun tauchte aber vor einigen Jahren die Frage auf, naja, wenn wir ein solches Wohngebiet entwickeln, ein kinder- und familienfreundliches Wohngebiet entwickeln, dann dürfen wir die Geschichte nicht vergessen. Was hat hier eigentlich stattgefunden? Und viele von den Anwohnerinnen und Anwohnern haben diese Initiative vorangebracht und haben das Bezirksamt, die Bezirksverordnetenversammlung dazu gebracht, darüber nachzudenken, was ist hier eigentlich passiert, das historisch zu erforschen und an diesem historischen Ort dann auch dafür zu sorgen, dass der Opfer dieser Einrichtungen hier an diesem Ort gedacht wird. Und wir haben einen runden Tisch initiiert, Gedenken an der Rummelsburger Bucht, um diese Geschichte aufzuarbeiten und dann hier an diesem Ort sichtbar zu machen. Dort sind schon einige Gedenktafeln enthüllt worden. Wir werden uns noch längere Zeit mit diesem Thema beschäftigen müssen, weil an historischer Aufarbeitung eben noch viel getan werden muss. Aber heute haben wir uns getroffen, um im Berliner Themenjahr Zerstörte Vielfalt der Opfer aus der Zeit des Nationalsozialismus zu gedenken. Zerstörte Vielfalt. In diesem Jahr jährt sich zum 80. Mal die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland. Und dieses Themenjahr soll mit über 500 Veranstaltungen, die dazu in Berlin stattfinden, deutlich machen, welchen Verlust Berlin erlitten hat, welchen Verlust Deutschland erlitten hat in der Zeit des Nationalsozialismus. Verlust an Buntheit, Verlust an Menschen, an schöpferischer Kraft durch diese Verbrechen des Nationalsozialismus. Und mit diesen Litfaßsäulen, über 200 Litfaßsäulen, werden in der ganzen Stadt an historischen Orten unter anderem, so auch heute hier aufgestellt, wollen wir den Opfern aus der Zeit des Nationalsozialismus ein Gesicht geben. Vorstellen, welche Menschen es eigentlich waren. Denn jeder von uns kennt die unfassbaren Zahlen, 50 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg. 50 Millionen, das ist eine Zahl, die man theoretisch erfassen kann, aber dahinter stehen Menschen, dahinter stehen Schicksale. Und diese Schicksale, die werden auf diesen Litfaßsäulen dargestellt, die Menschen werden vorgestellt. Und Zerstörte Vielfalt zeigt hier eben das Schicksal von Theaterleuten, von Politikern, von Künstlern, von Schauspielern, von Lehrern, von Sportlern, von Handwerkern, von ganz normalen Menschen, die für ihre politischen Überzeugungen einstanden oder einfach als nicht reinrassig von den Nationalsozialisten verunglückt waren, dafür überhaupt nichts konnten und von den Nationalsozialisten aus ihren Ämtern entfernt wurden, eingesperrt wurden, Repressionen ausgesetzt wurden, also bis hin zur physischen Vernichtung aus dem öffentlichen Leben gelöscht wurden. Und
Ich weiß, dass vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler sich, wenn sie sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen, die Frage stellen, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Wie konnte hier mitten in Deutschland, in einer Kulturnation, es zu solchen Verbrechen kommen? Wie konnten die Nazis die Macht ergreifen? Und die Antwort darauf ist relativ einfach. Es gab große wirtschaftliche Not, Auswegslosigkeit, den Hang danach, einfache Antworten zu finden, den Hang danach, sich über andere Menschen zu erheben. Und vor allen Dingen gab es zu wenig Leute, die sich für Demokratie engagiert haben. Die Demokratie hatte in der Weimarer Republik zu wenig Unterstützer. Die radikalen Kräfte haben die Oberhand gewonnen. Und weil zu wenig Menschen für die Demokratie damals eingetreten sind, kam es zur Machtergreifung des Nationalsozialismus, kam es zur Diktatur und kam es dann zur zerstörten Vielfalt. Und das ist ein Thema, was uns heute noch bewegt. Heute haben wir immer noch rechtsextremistische Organisationen in Deutschland, die Verbrechen begehen, die gerade in der Diskussion befindliche Ahndung der Verbrechen der NSU, Sie nehmen das aus den Nachrichten wahr, ist ein Zeichen dafür, dass sich immer noch Menschen rechtsextremistisch engagieren, immer noch Verbrechen begehen, immer noch Menschen ermorden. Und immer noch ist die Frage aktuell, wie sichern wir Demokratie? Und jeder von uns kennt den politischen Streit und kennt das manchmal zum Überdruss. Es gehört aber zur Demokratie, über den besten Weg zu streiten, konstruktiv miteinander zu ringen, manchmal auch Kompromisse einzugehen. Aber was Demokraten immer einen muss, ist Engagement für Demokratie, damit sich Diktatur, zerstörte Vielfalt niemals wiederholen kann. Und das ist eine Botschaft, die wir mit dieser Veranstaltung, dieser Gedenkveranstaltung verbreiten wollen. Es geht hier nicht nur darum, Schicksale darzustellen, sondern es geht vor allem darum, allen Menschen zu zeigen, auch Schülerinnen und Schülern zu zeigen, es waren damals 1933 ganz normale Menschen. Menschen wie du und ich, die leben wollten, die verliebt waren, die Familien hatten, die sich beruflich engagieren wollten, die an die Zukunft in ihrem Leben glaubten und die an den Rand der Gesellschaft gestellt worden sind, die eingesperrt worden sind, die umgebracht worden sind von Diktatur. Und deswegen muss von einer solchen Gedenkveranstaltung der Ruf ausgehen, stehen Sie bitte ein für die Demokratie, auch wenn es schwer ist, Gesicht zu zeigen und wenn es manchmal nervt, Gesicht zu zeigen und wenn es manchmal bis zum Überdruss Ihnen zu viel wird, diese politische Diskussion mitzumachen. Es ist wichtig, Gesicht zu zeigen, es ist wichtig, Zivilcourage zu zeigen und für demokratische Überzeugungen einzustehen. Und wenn diese Gedenkveranstaltung, wenn dieses Themenjahr zerstörte Vielfalt, wenn diese Litfaßsäulen dazu beitragen können, diese Demokratie lebendig zu halten, dieses Gedenken an die Menschen lebendig zu halten, dann haben wir viel gewonnen. Und ich freue mich, dass wir heute nicht nur die Litfaßsäulen zeigen und auf den Litfaßsäulen Menschen darstellen, sondern dass es uns gelungen ist, für die heutige Veranstaltung auch Zeitzeugen zu versammeln, die nachher über ihr Leben, über ihre Erfahrungen, über ihr Schicksal berichten werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Erscheinen.